Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Digimon World. Beim letzten Mal haben wir uns noch ein bisschen Geld rangeschafft und jetzt sind wir natürlich auch bereit, uns wieder ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das Kapitel heißt die Regenfrucht. Was macht die Regenfrucht so besonders? Das werden wir alles noch erfahren. Aber zuerst haben wir 2000 Geld. Haben 4 mittlere Heildisks. Und kein Geld mehr. So, aber diese Heildisks sind besser als die kleinen. Die heilen nämlich viel mehr. So. Allerdings bin ich jetzt auch nicht gewollt, die Stunden vor dem Schlafengehen nochmal wegzugehen? Nein, ich will das nicht. Deswegen würde ich mal sagen, wir schicken Kuwagamon in den Schlaf der Gerechten. Und hoffen, dass Juramon dann wieder am Tag da ist. Genau deswegen werden wir mit Kuwagamon so ein klitzekleines bisschen mehr offen bleiben. Und deswegen werden wir das einfach mal so machen, wie wir es machen wollen. Du willst jetzt schon schlafen? Tut mir leid, das kann ich jetzt nicht. So, wie ist es mit dir? Willst du schlafen, okay. Ich hatte das Puyomon am Anfang des Parts habe ich mich überhaupt nicht gesehen. Erst nachdem ich ein bisschen genauer hingeguckt habe und es war ein kleines bisschen creepy. Bist du da? Es ist nicht da. Okay, dann werden wir jetzt Folgendes machen. So. Wir schlafen hier. Und wir safen. So, und dann gucken wir, was wir mal alles hier Schönes noch vorhaben. Kuwagamon ist so ein typisches nachtaktives Digimon. Das darf man nicht tagsüber ausführen. So, ist Juramon endlich da? Da ist es! Kennst du die Riesenschlucht? Gerüchten zufolge gibt es dort eine unsichtbare Brücke. Okay, das hast du schön gesagt. Können wir da nämlich auch rüber. Schon gehört, im Torbendschungel wächst eine fremdartige Pflanze. Oh, ist das schön. Sonnenstrahl. Na dann holen wir uns mal diese Pflanze. Wir ja darauf vorbereitet. Kuwagamon ist auch wieder voll. Hat sich somit komplett erholt. Das heißt, wir schlagen jetzt das Kapitel Riesenschlucht auf. Das Kapitel Riesenschlucht und Dingspflanze. Natürlich habe ich jetzt keinen Autopiloten. Das ist doof, aber vielleicht finden wir noch eins. Nebenbei können wir uns doch noch ein bisschen Geld verdienen. Die Riesenpflanze, diese merkwürdige Pflanze durfte auch nur tagsüber zu sehen sein. Glaube ich jedenfalls. Nein, ich will jetzt nicht gegen dich kämpfen. Wir werden es nämlich jetzt so machen, dass wir den Kampf ausweichen. Genau, du bleibst hier schön stehen. Das war's klar. Du läufst schön am Boden. Das ist auch klar. Wenn wir jetzt nämlich nach links weitergehen, statt nach oben, dann kommen wir zu einem Motorrad. Wir sammeln uns mal diese Schnellsachen. Die ist hier weg. Das ist gut.
Video nicht zu tun haben, dann wird es einfach mal weitergeführt. Da ist es. Da ist die Pflanze. So toll sieht das aus. Sie sprießt. Sie hat sich bewegt. Ob das die geheimnisvolle Pflanze ist, von der alle reden? Unternehmen geht sie ein. Ich kann benutzen. Ja. Regenfrucht. Ich bin der Limon. Nein, ein Pflanzen-Limon. Ach übrigens, magst du Gemüse? Warum fragst du mich nach Gemüse? Ja, wer Gemüse mag, muss ein netter Kerl sein. Na gut, ich komme mit. Ganz schön hartnäckig. Hey, warte doch. Dann komme ich eben nicht mit. Leb wohl. Entscheide dich. Was soll ich tun? Komm mit in die Stadt und hilf. Könnte ich eigentlich tun? Bin schon zu lange hier. Ey, du, da hast du eine super Runde. Du hast auch noch Attacken drauf, die ich beherrschen können. Oh ja, ich wollte mich jetzt nicht. Jetzt haben wir das Weg gewonnen. So lange sind wir die Kämpfe rausgesucht. Ah, du kannst es auch. Okay. Na los, Sascha. Das ist eine Attacke, die Quarkmon erlernen kann. 100%. Trotzdem verloren einfach mal in der Reine. Du hast ja erstmal tot. Ich bin ja trotzdem getroffen. Quarkmon, du bist der Hammer. Quarkmon ist wirklich der Hammer. Ich habe nie Demon so. So lieb gehabt wie Quarmon. Na gut, Quarmon war noch eine Ausnahme. Quarmon konnte echt gut attacken. Quarmon ist wirklich der schnellste Demon, was ich habe. Und die Riesenschlucht ist, wie man weiß, gefährlich. Man könnte da runterfallen. Gibt es ja wirklich eine unsichtbare Brücke? Wie? Ich kann darüber laufen. Platendelschlucht. Da hat jemand Hunger. Und hier ist auch das nächste Demon, was wir uns holen können. Das wird aber eine langwierige Aufgabe. Leider. Ich betone es auf leider. Sei gegrüßt. Ich hab dich noch gesehen. Woher kommst du? Aus der Stadt. Eigentlich aus einer anderen Welt. Du sprichst beide Sprachen. Ja, das tue ich. Manchmal ist es schwierig und wir kaufen nicht viel. Kunden bleiben aus.
an der Notlage der Insel. Bitte hilf mir. Was kann ich tun? Arbeite meinen Laden. Deinen Laden? Halbtags. Ich bezahle dich anteilig nach Verkäufen. Du könntest Verlust machen. Egal, ich brauch die Pause. Wo nimmst du für 8 Stunden? Ich versuche mal. Ja, das ist der einzige Weg, wie man Monochrom in die Stadt bekommen kann. Also machen wir. Junge, ich brauche ein Camping-WC. Willkommen, ein Camping-WC, also. Na schön, ich kaufe es. Ich versuche mal leichte Erhöhungen erstmal zu machen. Bei denen kann ich. Hey, ich brauche ein Camping-WC. Ein Camping-WC also. Das ist 450. Tschüss, ich verschwende! Okay, das war scheiße. Wo bleiben denn die Kunden? Hey, ich brauche ein Camping-WC. Ein Camping-WC also. Klar, das nehmen wir. Also Goborimon sind eigentlich echt dumm. Also die nehmen eigentlich wirklich alles, egal wie es erhöht ist. Ich brauche Terrain sein Camping-WC. Okay. Die kaufen sogar Medizin für 2000, sagen wir es mal so. Mann. Ich brauche Fleisch, Junge. Du möchtest Fleisch, ja? Du verschwendest meine Zeit! Boah, ich hasse dieses Digimon. Ja, nur die Kunden. Das sind zwei Verluste, das darf ich nicht machen. Junge, ich brauche Medizin! Okay, ich nehme sie. Darf das eigentlich? Goborimon, die Medizin kaufen, sind eigentlich wirklich so manipulierbar, dass sie wirklich alles nehmen. Ich betone es auf alles. Mein Camping-WC gebe ich alles. Hör mal, das ist ja Wucher. Findest du? Naja, dann. 360. Hör mal, das ist noch ein Wucher. Na dann. Ja, das ist okay. In Ordnung, ist gekauft. Von wegen, er gibt alles. Ich bräuchte dringend ein Camping-WC. Ja, ein schönes Camping-WC. 230. Irgendwie ist es viel zu teuer. Meinst du? Naja, das weiß ich auf 300. Wie wär's mit dem Camping-WC von regulärem Preis von 300? Okay, ist gekauft! Wir brauchen ja 2500. Wir brauchen noch einen, der Medizin will. Es ist schon Halbzeit. Die Verkäufer laufen gut. Wir könnten Gewinn machen. Gemeldet Flas Fleisch, Junge. Du willst also Fleisch. Nein, jetzt ja irgendwie. Ich will es noch ein bisschen höher machen. Gekauft! Die ist so manipulierbar! So mag ich an den. Noch ein Goborimon bitte. Oh nein. Ein Camping-Getränk. Und 300. Mehr würde ich jetzt auch nicht machen. Ich brauche ein Camping-WC. Willkommen im Camping-WC, also.
30. Ja, das ist schon. Klar, das nehme ich! Komm. So, jetzt brauche ich aber noch einen, der Medizin holt. Holst du Medizin? Gib mir das Fleisch, Junge! Gekauft. So, was kommt jetzt? Hallo, du Pinguin. Ich brauche Medizin. Etwa 900. Das ist ein bisschen zu viel. Weißt du nur, ja. Ohne Kommentar. Solche mag ich. Das sind die besten Kunden, die man haben kann. Ich brauche Fleisch, Junge. Willkommen, du möchtest also Fleisch, ja. Bei dir lasse ich so. Ich glaube, wir haben es geschafft. Gott zu machen. Was sagst du? Brauche Medizin, Junge! Medizin, also, hm? Nö. 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 Das kann ich nicht. Ist gut, pack sie ein! Auf, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Ein Gebogen und das ist die Medizin. Gib mir das Fleisch, Junge! Ist das Fleisch? Ich will so richtig schön abzocken. Jupp. Gekauft. Richtig schön abgezockt. Noch einer. Junge, ich brauche Medizin. Also, willkommen. Es soll also Medizin sein. Okay, ich nehme sie. Ey, das ist jetzt das beste Ergebnis. Das ist eigentlich ein neuer Rekord, ey. Gott zu Mann, was will Gott zu Mann? Ich könnte etwas Fleisch brauchen. Willkommen, wir haben prima Fleisch. Tja, prima Fleisch. 60. Lass gut rein, ich kauf woanders. Langweilig, keine Kunden. Und wir sind fertig. So, die Zeit ist herum. Wir brauchen deine Klugheit, deinen Mut und deinen Charakter, um die Insel zu retten. Was sagst du da? Ich habe geprüft, ob du fähig bist, uns zu retten. Man muss sich im Kampf behaupten können. Nicht nur Kraft, auch Mut und Weisheit sind nötig. Aber ja, ich werde dir nach Kräften helfen. Kommst du in die Stadt? Was wird aus deinem Laden? Er hat seinen Zweck erfüllt. Ich eröffne dort eine neue. 2000 bitte erhalten. Nichts. Ein bisschen Geld für das Portemonnaie ist immer gut. So, ein ab aufs Klo. Fertig geworden. Dann geht die Reise weiter. Oh Mann, nein, ich will nicht Garurumon kämpfen. Ich kann Garurumon nicht leiden, aber Garurumon kann ich schon wieder leiden. Aber Garurumon, steht mir eigentlich so rum. Wollt ihr was von mir? Wir wollen einfach nur mal gucken, ob wir hier noch was holen können. Ah ja, ich weiß.
weiß, was wir holen. Aber das Gottzimmer vorbei. Dann hier hin. Aufzug. Aufwärts. Riesenschlucht. So, da ist nämlich die nächste Herausforderung. Wie geht's dir? Oh, mir geht's eigentlich ganz gut. Wird sich trotzdem mal aufladen, zumindest MP-mäßig. Denn jetzt stellen wir uns nämlich einer neuen Herausforderung. Vogelnest aus. Was meinst du? Ich höre was. Oh, es ist Bird Ramon. Und ohne Kommentar greift es uns. Na dann, Kabutierimon. Ich weiß, Wangermon. Ich weiß, was ich zu tun habe. Genau so. Das besiegen wir. Das wehrt sich nicht! Ich glaube, es wird nicht, aber ich glaube, es war aber ein Kanuskopf. Wenn nicht, dann war das nicht. Nee, ich habe ein Tee. Hab ich doch gestern auf YouTube nochmal gesehen, während ich meine Videos hochgeladen habe. Das wird ja trotzdem nicht weiterhin noch einmal hauen. Damit. Mach was! Komi, homi, ho! So, weiter. Nicht, dass du das verletzt wirst. Ja, aber. Gut, sein Bandschwein hat sich so irgendwie so. Nein. Okay. Oh nein, sie sind gestorben. Jetzt wollte sie gerade eine Attacke machen. Und dann ist sie gestorben. Was ist es nun? Du bist gut. Es war also deines. Genau. Entschuldige die Störung. Ach, ich schon gut. Ich habe von dir gehört. Seit wann bin ich berühmt? Du bist wahrscheinlich der letzte Mensch auf der Insel. Letzte? Dann waren schon andere da? Möchtest du mich denn nicht in die Stadt einladen? Aber ja, kommst du mit in die Stadt? Gerne. Dann lass uns mal. Oh nein, es geht wieder zurück in die Stadt. Naja, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Jetzt sind wir wieder in der Stadt. Ohne es zu wollen. Naja, drei Digimon. Auch eine gute Bilanz. Wenn wir ehrlich sind, können wir uns jetzt auch so ein Hüftfilet holen. Heute geht's mir gut. Heute schenke ich dir 5 Portionen Filet. Dankeschön. Die kann man übrigens auch für Geld verkaufen. Ich sammle die mal. Ich sammle sie.
Gefühle. So. Was kann ich denn noch aufbewahren? Wir suchen den anderen nach Bedarf. Okay. Na gut. Dann würde ich einfach mal sagen, nachdem wir die gute Bilanz von den drei Digimon uns geholt haben und jetzt nochmal kurz mit Chichimon reden, wollte ich einfach mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall wieder zu einem neuen Part von Digimon World. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Palmon ist hergekommen. Es will das Fleischfeld vergrößern. Dann bekommen wir sehr viel Fleisch. Kunemon ist hergekommen. Es will Gras fressen. Vielleicht frisst es das Unkraut. Zentaurumon ist hergekommen. Es will eine Klinik eröffnen. Jetzt können Verletzungen und Krankheiten geheilt werden. Koelamon ist hergekommen. Es will einen Laden eröffnen. Die Stadt wird aufblühen. Betamon ist hergekommen. Es möchte ein Geschäft eröffnen. Die Stadt wird noch mehr aufblühen. Bakemon war hier. Ich habe es nicht verstanden, was es gesagt hat. Aber es macht nichts.